Noch nicht. Zumindest ist es halt gesetzlich noch nicht so definiert. Ich würde es mir wünschen, wenn ja, sehe aber viele regulatorische Probleme, die vorgelöst werden müssen. Aufstehen, möglichst spät, wenn es möglich ist, aber es meistens nicht. Und dann ist ja so zweigeteilt. Meistens nehmen wir so von 10 bis 15 Uhr normalerweise auf. Dann werden halt so Bürosachen gemacht, noch so irgendwie bis 16 Uhr. Dann gibt es Essen, Mittagspause quasi. Und um 18 Uhr bis normalerweise so 20, 23, zwischen 22 und 23 Uhr wird dann gestreamt. Sleep and repeat. Früher weniger gut als heute. Früher war immer so, was, damit kann man Geld verdienen und so weiter. Mittlerweile sehen die Leute, wie viel Arbeit dahinter stecken, dass wir dafür auch so viele Mitarbeiter in Lohn und Brot halten. Und dementsprechend sagt eigentlich keiner mehr was zu. An eine potenzielle Gefahr, die problematisch für alle Deutschen werden könnte, aber auch die Möglichkeit, daraus nur eine kleine bürokratische Hürde zu machen. Mittlerweile ja. Wir wollten es nie sein, aber Artikel 13 hat uns gezwungen. Ein bisschen Maß. Ich finde, es gibt tatsächlich mittlerweile zu viel Populismus. Und ja, das macht Politik spannender. Aber es muss halt nicht alles spannend sein, wenn ich ganz ehrlich bin. Und das ist gefährlich. Radikale Einstellungen auf beiden Seiten sind für mich sehr gefährlich. Auf der einen Seite die Regulierung über ein klassisches Vereinsleben und damit die Hol die Kinder von der Straße-Mentalität. Auf der anderen Seite aber auch, wie Regeln für Spiele gemacht werden können mit den kommerziellen Interessen von Unternehmen und das in Einklang gebracht werden kann, ohne den Sport nur durchweg zu kommerzialisieren. Ist schwierig, aber vielleicht machbar. Da niemand weiß, wie diese Upload-Filter aussehen werden und weil keiner weiß, wie die bundesdeutschen Gesetze dazu aussehen werden, kann ich dazu leider keine Antwort geben. Es ist sehr viel mehr auf Livestreaming gesetzt worden. Gerade seitdem die Technik die Möglichkeit bietet, so viel Livestreaming zu zeigen, hat es eine viel höhere Aufmerksamkeit erreicht, was ich gut finde. Aber ich glaube, da sind wir noch nicht am Ende der Fahnenstange. Ich glaube, MSI-Turniere, League of Legends, Dota, Counter-Strike und so weiter werden irgendwann Events sein, die Stadien füllen. Tun sie jetzt schon, große Riesenstadien füllen und im Fernsehen übertragen werden. Zur Primetime. Es wird weiter steigen. Ich glaube, immer mehr Leute werden mitmachen beim E-Sport, weil es immer noch recht nischig ist. Dadurch wird dann der gesamte Bereich größer werden und ich glaube, den Leuten wird es weiterhin Spaß machen. Ich würde zwar schwanken zwischen Gothic 2, Die Nacht des Raben und Call of Duty Modern Warfare 2. Ich sollte mich, glaube ich, noch verantwortlicher fühlen, aber ich bin auf der anderen Seite auch Entertainer und wir machen Satire. Und die darf auch wehtun und die muss nicht zwangsläufig politisch korrekt sein. Deswegen glaube ich, dass wir ein relativ vernünftiges Mittelmaß gefunden haben.